In einem der Kulträume der ehemaligen SS-Ordenszentrale Wewelsburg ist es zu finden. Ein Runenzeichen, das von der rechten Szene als schwarze Sonne verklärt wird und für Himmlers Todesbrigaden vermutlich ein Symbol für die Wiedererweckung nordischen Geistes war. Die SS wollte in diesen Räumen Rituale und Kultfeiern abhalten, in denen die Erhabenheit des arischen Lichtes gegen die vermeintlich jüdisch-bolschewistische Finsternis beschworen werden sollte. Der Film Schwarze Sonne beschreibt, wie stark mythologische und esoterische Vorstellungen die menschenverachtende Ideologie der Nazis mitbestimmten. Die suggestive Ausstrahlung von Mythen, Kultfeiern und Symbolen unterstützte den Wahn einer überlegenen Herrenrasse und war in letzter Instanz auch mitverantwortlich für den Massenmord an den Völkern, die angeblich nicht dem Ideal des Ariers entsprachen. Solche Vorstellungen entstanden bereits in der völkischen Bewegung des 19. Jahrhunderts und wurden im Dritten Reich in ungeahnte Dimensionen erhoben. Eine filmische Reise in einen der bizarrsten Abgründe der abendländischen Geschichte.